Präsident. Frau Ministerin Schulze, Sie haben ja eben, ich will noch mal zurückkommen zu den, zum Artenschutz. Sie haben eben sehr umfangreich dargestellt, in welch schlechtem Zustand sich die Artenwelt befindet und haben auch Maßnahmen für Deutschland vorgestellt, die Sie ergreifen wollen. Damit attestieren Sie ja Ihrem eigenen Ministerium Versagen für die letzten Jahre. Und ich frage mich jetzt schon, wenn man den Schritten folgen soll, die Sie eben vorgeschlagen haben, nämlich eine Extensivierung der Produktion vorzunehmen, Pflanzenschutzmitteleinsatz einzustellen. Sie planen ja offensichtlich dort in Richtung Verboten zu gehen. Wie sollen dann auch in Zukunft noch hochwertige und sichere Nahrungsmittel auf deutschen Äckern produziert werden? Nun hat Frau Bundesministerin Klöckner in der letzten Woche sich positiv geäußert gegenüber einer Gesetzesänderung auf europäischer Ebene, um die neuen Züchtungsmethoden, Veränderungen an Pflanzen mit der Genschere CRISPR-Cas9 zu ermöglichen. Und ich frage Sie, wie stehen Sie dazu? Unterstützen Sie diesen Vorstoß von Frau Klöckner? Frau Bundesministerin. Frau Abgeordnete, Sie haben ja jetzt mehrere Fragen in einer gestellt. Ich will erst die zu CRISPR beantworten. Ich lehne CRISPR als Züchtungsmethode ab. Ich glaube, dass das auch eine gentechnische Veränderung ist und dass deshalb wir diese gentechnischen Veränderungen genauso wie alle anderen gentechnischen Veränderungen betrachten müssen. Sie haben gesagt, dass man in der sozusagen Ackerbaustrategie diese Pflanzenschutzmittel unbedingt in der heutigen Menge braucht. Davon bin ich nicht überzeugt. Wir können mit weniger Pflanzenschutzmitteln naturverträglicher Landwirtschaft betreiben. Weil stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wir machen so weiter und wir würden die Insekten komplett ausrotten und würden dann wie in den USA Bestäuber sozusagen immer an die Felder heranholen müssen. Sowas mag ich mir gar nicht vorstellen. Das sind Kosten, die dort entstehen würden, die, glaube ich, niemand von uns ernsthaft wollen kann. Und deswegen müssen wir uns für den Schutz der Insekten einsetzen. 70% Rückgang. Das ist doch nichts, wo man sagen kann, wir können einfach so weitermachen. Nachfrage? Bitte, Frau Kollegin Gunnar. Ich versuche mich in 30 Sekunden zu fassen und möchte noch mal nachfragen. Das EuGH-Urteil hat eben gesagt, dass neue Züchtungsmethoden keine Gentechnik sind, sie aber zu regulieren seien, wie gentechnische Verfahren, was die Züchter hier bei uns im Land vor enorme Herausforderungen stellt und was sie auch abhängt von weltweiten Entwicklungen. Und ich möchte Sie deshalb nochmals fragen, halten Sie wirklich unter diesen unter diesen Voraussetzungen, die Sie eben auch alle skizziert haben, mit dem Artenrückgang, mit dem Flächenverbrauch, daran fest, dass diese Methode nicht möglich sein soll in unserem Land? Frau Bundesministerin. Frau Abgeordnete, gentechnische Veränderungen, wenn man sie in das Freiland entlässt, dann kann man sie nie wieder zurückholen. Das ist eine Technik, die nie wieder rückholbar ist. Und dieses Risiko finde ich sehr hoch und ich folge da dem Europäischen Gerichtshof genau die gleichen Regelungen, die für andere gentechnisch veränderte Pflanzen gelten, müssen auch für diese Pflanzen gelten. Danke sehr.